Verehrte Brüder und Schwestern im Islam, wann verändern wir uns? Im Hadith, der authentisch ist, wurde überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wahrlich, Allah der Erhabene erschuf Adam aus einer Handvoll Erde, die er aus der gesamten Erde nahm. So kamen die Kinder Adams nach dieser Art der entnommenen Erde. So entstanden der Rote und der Weiße und der Schwarze und eine Mischung aus denen. Und es entstanden der Weiche und der Harte, der Üble und der Gute. Noch einmal, der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtete uns, wie er Adam a.s. erschuf. Und er sagte, Allah, als er die Menschen erschaffen hat, Adam a.s., unseren Vater, den ersten Menschen, erschuf er ihn aus einer Handvoll Erde. Und die er aus der gesamten Erde nahm, alles was auf der Erde war, an Erde, hat er, subhanahu wa ta'ala, genommen, eine Handvoll, und daraus hat er Adam erschaffen. Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass daher die Menschen so entstanden sind, wie sie sind, nach ihrer Hautfarbe. So erschuf er den Roten und den Weißen und den Schwarzen. Und zwischen ihnen, diese Farbschichten, zwischen diesen Farben, so sind die Menschen erschaffen. Und er sagte, dass es deshalb Menschen gibt, die weich sind, und Menschen, die sehr hart sind. Und es gibt welche, die übel sind, und welche, die von Allah aus, nicht von Natur aus, gut sind. Das bedeutet aber nicht, dass wir so bleiben müssen. Jeder von uns ist unterschiedlich. Der eine ist sehr schnell, wenn er wütend wird. Und der andere hat viel Geduld. Und Allah hat jedem von uns das gegeben und jedem die Chance gegeben, das Paradies zu erreichen. Es gibt also niemanden von uns, der mehr Recht hat, das Paradies zu erreichen. Was es gibt, ist, was Allah sagt: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Und einer jeden Seele und dem, der sie zurechtgeformt hat und dann ihre Sittenlosigkeit und ihre Gottesfurcht eingegeben hat. Allah hat jedem von uns beides gegeben. Du hast Sittenlosigkeit in dir und du hast auch Gottesfurcht. Und dann sagte er, wohlergehen wird es jemanden, der sie läutert, der sein Nefs richtig säubert. Und enttäuscht wird sein, der sie verkümmern lässt. Jeder von uns hat Taqwa und Fujur, hat Gottesfurcht und hat auch Sittenlosigkeit, dass er sich gar nicht drum kümmert. Jeder von uns hat Faulheit und hat auch Dynamik. Und jeder von uns kann aber seine guten Seiten noch besser machen und seine schlechten Seiten und seine schlechten Eigenschaften aufheben. Warum sagen wir das? Weil viele von uns, liebe Brüder und liebe Schwestern, so geblieben sind, wie sie vor 10 Jahren den Islam angenommen haben oder zum Islam gefunden haben. Er ist genauso geblieben, wie er war. Keine Fortschritte, eher Rückschritte. Er hat sich nicht geändert. Weder in seinem Akhlaq noch im Koran lesen oder Koran auswendig lernen. Keine Fortschritte gemacht. Und wenn du ihn fragst, warum, sagt er, ich bin so. Ich bin halt so. Doch liebe Brüder
dass man so war, bedeutet nicht, dass man so bleiben muss. Und habt ihr nicht die Geschichte von Umar ibn Khattab gehört? Wie ihr wisst, war Umar einer der schlimmsten Feinde des Islams. Er wollte den Propheten sallallahu alaihi wasallam töten. Wäre er gestorben, wäre er sicherlich einer der schlimmsten gewesen. Doch Allah wollte Gutes für ihn. Und die Leute, die ersten Muslime, haben es so für unmöglich gehalten, dass jemand wie Umar den Islam annehmen könnte. Sodass bekannt ist, dass sie sagten, eher wird der Esel von Umar Muslim als Umar. Die sagten, eher wird der Esel von Umar Muslim als Umar. Unmöglich, dass dieser Mensch Muslim wird, nachdem er den Islam so bekämpft hat. Und wir wissen, was aus Umar geworden ist, als er den Islam angenommen hat. Er ist nicht nur Muslim geworden, sondern wurde einer der besten Muslime, die es jemals gegeben hat. Umar wurde Al-Faruq genannt. Derjenige, der Unterscheidung ist zwischen Wahrheit und Falschheit. Umar war der Schlüssel zur Ehre und Stolz für die Muslime. Die Muslime haben vorher Angst gehabt, direkt vor der Kaaba zu beten, bis Umar kam. Denn jeder, der versuchte, vor der Kaaba zu beten oder bekannt war, dass er überhaupt Muslim war, wurde gefoltert, getötet, verfolgt. Aber Umar betete vor der Kaaba, vor allen Menschen und hatte keine Angst, nur vor Allah. Umar war einer der Größten. Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam über Umar, der so viel Taqwa erreicht hat, von seiner Stufe, die zu den Schlimmsten gehörte, wurde er zu den Besten. Er sagte über ihn, لو كان بعدي نبيا لكان عمر. Würde es einen Propheten nach mir geben, wäre es Umar ibn Khattab. Diese Stufe hat er erreicht, dass er zu denen gehörte, denen zu Lebzeiten das Paradies versprochen wurde. Al-Mubashirin bil-Jannah. Lieber Bruder, Umar ist nicht allein. Auch du kannst wie Umar sein. Du kannst, egal welche Vergangenheit du hattest, eine ähnliche Stufe haben. Ganz gleich, welche Sünden du gemacht hast, sie wird nicht schlimmer sein, als die Absicht zu haben, den Propheten zu töten. Deshalb, guck nicht auf deine Vergangenheit und was du warst. Denn Allah löscht alles aus. Und Allah lässt sich zu einem besseren Menschen werden, der nicht nur das Paradies, sondern Al-Firdaus bekommen kann. Die höchste Stufe im Paradies. Doch der Schlüssel ist, dass du dich änderst. Dass du nicht bleibst, wie du bist. Mit deinem schlechten Akhlaq, deiner schlechten Erziehung. Sondern dass du dich für Allah anstrengst und dich besserst. Jeder von uns weiß über sich selbst, welchen Akhlaq er hat, wo er noch Sachen hat, die er unbedingt verbessern muss. Sei es in seinem Gebet, sei es in seinem Spenden, sei es in der Koranlesen, sei es im Fasten, sei es in Sabr. Jeder von uns weiß von sich, wo er Mängel hat. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, such dir diesen Mangel. Diesen Mangel such dir einen aus,
und konzentriere dich darauf. Konzentriere dich darauf, dass du entweder diese schlechte Tat, diese schlechte Gewohnheit loswirst oder die gute Tat, was du dir schon immer wünschst, dass du sie endlich erwirbst. Und Allah hat versprochen, dass derjenige, der sich für ihn anstrengt, dass er ihm helfen wird. Allah sagt, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Und diejenigen, die sich um unser Willen abmühen, die sich für Allah allein abmühen, die sich anstrengen für Allah, denen werden wir unsere Wege leiten. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Und wahrlich, Allah ist mit den Gutestuenden. Wenn du dich also anstrengst, diesen schlechten Akhlaq, das Rauchen, das nicht pünktlich beten, das Zuzwinker von Frauen, das Anschauen von fremden Frauen, egal welche Sünde du hast, und Allah kennt deine Sünde, die jetzt in deinem Herzen ist, in deinen Gedanken, gerade jetzt ist, Allah weiß sie. Diese Sünde, die dich abhält, gute Taten zu tun. Konzentrier dich auf sie, auf diese eine. Und es gibt eine Regel. Jede gute Tat bringt mehrere gute Taten mit sich. Und jede schlechte Tat bringt viele andere schlechte Taten mit sich. Wer fastet, der wird spenden. Der wird die Wahrheit sprechen und wird Koran lesen. Ohne Probleme und gerne. Und wer nicht betet, der wird auch rauchen. Vielleicht wird er auch trinken und verbotene Beziehungen zu Frauen haben. Eine Sünde bringt viele mit sich. Eine gute Tat bringt sehr viele gute mit sich. Und es ist also möglich, es ist sehr gut möglich, dass du diese schlechte Tat, die du gerade empfindest, an die du gerade denkst, dass du sie loswirst. Weißt du nicht, dass ein Mann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam und sagte, ja Rasulullah, ausrini, o Gesandter Allahs, gib mir einen Rat. Was rätst du mir? Ich will das Paradies. Welchen Rat? Gib mir einen, den ich befolgen soll. Das ist sein Erfolg. Was ist der Schlüssel zu seinem Erfolg? Er sagte zu ihm, La tagdab. Werde nicht wütend. Seine Krankheit war die Wut. Also wiederholte er, gib mir einen Rat. Der Prophet sagte, La tagdab. Gib mir einen Rat, sei nicht wütend. Gib mir einen Rat, sei nicht wütend. Es ist also möglich für den Menschen, dass er die Wut, die er schon Jahrzehnte mit sich trägt, dass er schnell wütend wird. Los wird. Es ist möglich, dass man Süchte los wird. Alkoholsüchtig, drogensüchtig, frauensüchtig. Egal, welche Sucht du hast, es ist möglich. Nicht nur für Muslime. Viele Nicht-Muslime haben mit Alkohol, mit Drogen aufgehört, mit schweren. Mit Rauchen. Kettenraucher haben aufgehört. Nicht für Allah. Sie bekommen keinen Lohn für Allah, aber sie haben aufgehört. Wie ist es mit dir, der du für Allah diese Tat unterlassen willst? Konzentriere dich auf diese Sünde, die dich fesselt. Möge Allah uns helfen, diese Sünden loszuwerden. Amen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Liebe Brüder, liebe Schwestern, egal welchen Makel du hast, egal, welche Sünde du hast, egal, welche schlechte Gewohnheit du hast, Allah ist zu jeder Sache imstande. Allah ist größer als deine Sünde, als deine Gewohnheit. Allah sagt nur, kun fayakun, sei und es ist. Und dass es möglich ist, wissen wir alle. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem bekannten Hadith, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهِ. Wer sich anstrengt,
Geduld zu erhalten, dem gibt Allah Geduld. Noch einmal. Wer sich anstrengt, er will Geduld erhalten, dem gibt Allah Geduld. Es ist also möglich, dass du ein geduldiger Mensch bist. Es ist möglich, dass du viele andere gute Eigenschaften erhältst, wie Pünktlichkeit, wie Aufrichtigkeit, dass du die Wahrheit sprichst, obwohl du deine Zunge sich an Lüge gewöhnt hat. Und wer sich fragt, ist es wirklich erlaubt, dass man so künstelt, so tut, als ob, so ist die Antwort, ja. Ibn Qayyim, rahimullah, sagt, wer gutes Benehmen haben möchte, der soll sich künstlich dazu zwingen und sich anstrengen, sich aufwendig dazu bringen, diese gute Charaktereigenschaft zu erwerben, so wird Allah ihm dies geben. Wer Sabr haben möchte, wer Geduld haben möchte, der soll sich anstrengen, so tun, als ob er geduldig ist. Und Allah wird ihn geduldig sein lassen. Es wird seine Eigenschaft werden. Er weiß von sich, dass er eigentlich nicht geduldig ist. Eigentlich kocht er drinnen. Aber er tut so. Und Allah gibt ihm für diese Anstrengung, die ihn viel Kraft kostet, gibt ihm diese Geduld. Und es gilt für viele Eigenschaften. Wer weiß, dass er Probleme hatte mit dem Gebet, der soll sich anstrengen, so tun, als ob er immer pünktlich kommt. Wer immer Frauen anguckt, der soll so tun und sich zwingen, wegzugucken. Nein, Sam, du guckst jetzt weg. Allah sieht mich. Mein Herz sagt, guck hin. Shaitan flüstert dir ein. Vielleicht wirst du sie heiraten. Sie ist schon verheiratet. Das weiß er noch nicht. Das ist einem Bruder übrigens passiert. Der ihm die ganze Zeit übrigens Wurstwasser was gegeben hat. Guck, diese Frau, der Bruder wollte heiraten, ist gehen. Er ist schon Alhamdulillah verheiratet. Deshalb können wir das erzählen. Sagt der Shaitan zu ihm, guck, diese Frau, du willst doch heiraten. Und ja, nie, wer gute Absicht hat, du willst sie heiraten oder nicht? Ja, ich will heiraten. Und er schaut, und sie schaut zurück, er schaut, und sie schaut zurück. Und er geht näher, und ich, soll ich ihre Adresse nehmen? Was soll ich jetzt zu ihr sprechen? Wie heißt dein Vater? Kann ich deine Telefonnummer? Alle Daumenkino, ja? Kopfkino. Und überlegt sich die ganze Zeit. Und geht immer näher und sieht dann, dass sie einen Ehering hat. Und das ging über Minuten und wie viele Sünden er sich gesammelt hat, weiß nur Allah. Aber Shaitan sagt, schau, ist doch erlaubt zu gucken. Reingefallen. Wer eine Frau sucht übrigens, sucht sie nicht auf der Straße. Unser Bruder Rida, möge Allah ihn wieder zurückbringen, sagte, ihr findet eure Frauen im Sujud. Du findest deine Frau im Sujud und du findest deine Frau in der Moschee. Du findest deine Frau als Freundin einer gottesfürchtigen Frau. So wirst du eine gute Frau finden. Es gibt viele schlechte Eigenschaften, liebe Brüder. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Zuflucht vor schlechten Eigenschaften gesucht, in wie vielen Ad'iyah, vielen Dua, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Dua gesprochen hat, Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasali wal-jubni wal-harami. Er sagte, O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor der Unfähigkeit, nichts hinzubekommen. Und der Trägheit, also Faulheit. Und der Feigheit, dass man feige ist. Und der Altersschwäche, dass man alt ist und nichts mehr hinbekommt. Dass man alt, zu alt ist und Ibadah wehtut. Und einmal sagte er, alaihi sallam, وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ. Und welche Krankheit gibt es, die schlimmer ist als Geiz? Geiz, nicht zu spenden.
Bevor er was gibt, überlegt er sich 10-mal, wofür er es auch verwenden könnte für andere Sachen, die nichts mit Allah zu tun haben. Und der Prophet sallam sagte, der nannte es Krankheit. Und es ist eine Krankheit, die vom Shaitan noch entfacht wird. Denn der Shaitan verspricht dir Armut. Wenn du gibst, wirst du arm. Aber Allah gibt dir Reichtum und verspricht dir Reichtum. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch im Hadith, und halte niemals. Halte niemals dein Vermögen zurück, sonst wird Allah dein Vermögen zurückhalten. Halte nie dein Vermögen, das zu spenden. Jemand kommt zu dir und sagt, kannst du mir helfen? Halte es nie ab, wenn du etwas hast und sei es nur ein Cent. Bruder, ich habe nicht viel, aber nimm raus, was du hast und Bismillah. Sonst wird Allah dein Vermögen schmälern und du wirst nichts mehr haben. Und deshalb, wer, wie im Hassan Basri, Rahmatullah Ali, sagte, wer den Dirham ehrt, so wird Allah ihn erniedrigen. Wer den Dirham, das Geld, ehrt, hochschätzt, Geld ist alles, so wird Allah ihn erniedrigen. Vielleicht mit diesem Geld. Durch dieses Geld. Und eine Geschichte möchte ich euch noch geben, die mir sehr gefallen hat. Und zwar gab es einen Mann, der auf der Reise war. Der war auf seinem Pferd unterwegs und er galoppierte durch die Wüste. Hatte eine lange Reise vor sich. Und während er reiste, sah er ein Haus ganz verlassen und Licht. Und er ging da dorthin. Und als er dahin wollte, kam eine Frau gerade raus, als er in der Nähe war. Es war eine Beduinin, eine Frau. Und sie sagte sofort, herzlich willkommen, O Gast. Wir freuen uns, dich zu bewirten, O Gast. Und ließ ihm sofort Essen und Trinken bringen. Ihre Kinder hatte gesagt, bring das ein Gast. Schnell, bringt ihm Essen. Und er setzte sich hin und wollte gerade essen, hat angefangen zu essen. Und als er gerade beim Essen war, kam der Mann der Frau. Der hatte gerade etwas zu tun gehabt, kam gerade und sagte, wer ist dieser Mann? Da sagte sie, ein Gast, den Allah uns geschickt hat. Da sagte er, wir wollen keine Gäste. Gäste sind nicht willkommen. Da stand der Reisende auf, stieg auf seinem Pferd und ging sofort wütend weg. Er galoppierte weiter. Am nächsten Morgen sah er wieder, als er fast in seinem Ziel war, sah er wieder ein Haus und ging auch dorthin, um etwas zu trinken, etwas zu essen, sich zu stärken, sich ein bisschen auszuruhen, wie es die Reisenden eben tun. Und als er da ankam, sah er wieder eine Frau. Die sagte, wir wollen keine Gäste. Gäste sind hier nicht willkommen. Und da hörte sie ihr Mann, dass sie das sagte. Und er sagte, komm lieber Gast, komm her, komm zu mir. Komm, bitte, hör nicht auf sie, komm zu uns. Und der Reisende ging zu diesem Mann und der Mann brachte ihm Essen und Trinken und bewirtete ihn gut. Und dann sagte er, Subhanallah. Der Reisende sagte, Subhanallah. Da sagte er, was ist los? Warum lächelst du? Er sagte, ich will dir was erzählen. Gestern ist mir was passiert. Und heute genau das Gegenteil. Gestern. Mohammed, wie ist was passiert? Dann hat er gesagt, Bruder, das, was dir passiert ist gestern, brauchst du dich nicht wundern, denn die Frau, die dich wohlgeheißen hat gestern, das ist meine Schwester. Und der Mann, der dich rausgeschickt hat,
ist der Bruder von meiner Frau. Ihnen wurde der Geiz in die Wiege gelegt. Sie waren verwandt. Geiz ist miteinander verwandt. Und Großzügigkeit ist miteinander verwandt. Deshalb, Bruder, wenn du zu sowas erzogen wurdest, dass du geizig sein sollst, nicht sofort Ja sagen, nicht sofort geben, dann sollst du den islamischen Maßstab nehmen und wie dieser Mann handelt. Und es gibt viele Brüder, viele gute Eigenschaften. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, ich möchte nicht zu lange machen, möge Allah uns gute Eigenschaften geben und möge Allah uns von allen schlechten Eigenschaften fernhalten. Möge Allah uns helfen, die Sünden, die in unserem Kopf sind, loszuwerden. Möge Allah uns die guten Taten, die in unserem Kopf sind, dass wir sie endlich, endlich vollziehen und vollbringen. Möge Allah uns Ramadan erreichen lassen. Möge Allah uns Ramadan und viele Ramadan erleben lassen und richtig ausnutzen lassen. Möge Allah uns Umrah in Ramadan geben. Möge Allah uns Hajj geben. Möge Allah unsere Sünden vergeben. Die großen und die kleinen. Die offensichtlichen und die verborgenen. An die wir schon jetzt denken und die wir schon längst vergessen haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Bruder Namjid heilen. Möge Allah ihn heilen. Möge Allah ihn heilen, so schnell es geht. Möge Allah unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die höchste Stufe geben, die es einem Diener gebührt. Möge Allah uns zu seiner Milla, zu seiner Religion ziehen lassen. Möge Allah uns als Muslime leben und als Muslime mit Shahada sterben lassen. Möge Allah uns sterben lassen, während er mit uns zufrieden ist. Möge Allah uns zu besseren Muslimen machen. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'wat. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلوا وسلموا على نبينا محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأقيموا الصلاة يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك هرعي